Das Protokoll ist hier eine Art Zusammenführung von ziemlich flexiblem Eventmanagement und traditionellem Zeremoniell. Das ist das, was Protokoll macht. Wir schaffen einen Rahmen für im Normalfall internationale Austauschveranstaltungen oder aber auch Veranstaltungen hier im Inland für den Leitungsstab hier im Haus, aber auch für andere Ministerien oder das Kanzleramt, dort hier den militärischen Anteil zum Wohlfühlen, zum Sichersein mit klaren rechten und linken Grenzen, dass man sich darauf verlassen kann. Das ist das, was Protokoll tut. Wenn man sich eine Veranstaltung anschaut, dann kann ich nur sagen, Protokoll ist es, wenn es klappt. Das ist die eine Spielregel. Und die andere Spielregel ist, dass wenn man Protokoll nicht zieht, ist alles super gelaufen. Also wir sind im Hintergrund, wir sind da, damit das alles rund läuft, aber nicht für den Vordergrund gedacht. Und ich als Referatsleiter letztendlich, meine Hauptaufgabe ist Personalführung. Und ansonsten bleibe ich und bin ich die Spinne im Netz, die Verbindung zwischen ganz oben der Leitung des Ministeriums und meinen Protokolloffizieren und dem Rest meines Referates, damit wir wirklich eine runde Veranstaltung bekommen, auch mit dem Rest vom Haus, um den Inhalt in den Mittelpunkt zu setzen. Der Referatsleiter Protokoll wechselt sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt wirklich davon ab, welche Person Sie nehmen. Die letzten sind 2 bis 3 Jahre geblieben. Die Referatsleiter, die vorher da gewesen sind, waren wesentlich länger da. Ob Sie jemanden haben, der zuversetzt wird, um dann von hier aus in den Ruhestand zu gehen, der bleibt im Normalfall dann deutlich länger. Oder ob Sie jemanden haben, der hinterher noch weiter verwendet werden soll. Dann wird das etwas kürzer werden. So, momentan ist die Stelle tatsächlich der Teilstreitkraft her zugeordnet. Aber grundsätzlich bietet jedes Mal jede Teilstreitkraft mit, sodass sowohl von der Luftwaffe als auch ein Kapitän zur See diesen Dienstposten besetzen kann. Und als Voraussetzung sollten Sie mitbringen Nerven aus Drahtseil, das kann auf alle Fälle helfen. Sie sollten Führungserfahrung haben, 33 Mann, das ist mal das eine. Sie sollten auf alle Fälle Leitungserfahrung haben, heißt schon mal im Haus gewesen sein. Gut ist es, wenn Sie schon mal im diplomatischen Bereich oder mal mindestens eine internationale Verwendung gehabt haben. Englischsprache brauchen wir gar nicht drüber reden. Das sind so Dinge, die sollten Sie mitbringen. Und ich glaube, ansonsten eine ausgeglichene Persönlichkeit ist auch sehr hilfreich, um so gerade die Turbulenzen, die dann so kurz vor einer Veranstaltung auftauchen, ein bisschen auszunivellieren. Ist der Leiterprotokoll BMVG eigentlich ein Sprungbrett in den Generalsdienst? Das ist eine gute Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann. Letztendlich hängt eine Beförderung zu einem Spitzendienstposten immer wieder von den individuellen Voraussetzungen ab, die der jeweilige Soldat dann oder die Soldatin mitbringt. Wie wertvoll und beständig ist die Bestandsmannschaft? Die ist letztendlich das A und O. Die lange Stehzeit, die Erfahrungen, die die Soldaten hier, Soldatinnen hier gesammelt haben, die sind letztendlich das Rückgrat. Ich wäre König ohne Land, ohne meine Leute. Die machen die ganze Arbeit. Ich gucke da nur ab und an mal rechts, links, gebe so grob eine Richtung vor. Aber letztendlich sind die der Kern des Protokolls und die machen Protokoll lebendig. Ohne die geht gar nichts. So einfach ist das.